Und damit begrüße ich euch zum Pro Cyclist Modus mit Jan Ulrich. Zuallererst möchte ich nochmal ein ganz großes Dankeschön an Christian Gebhardt richten, der mich jetzt auch bei der Arbeit besucht hat. Hat mich wirklich richtig gefreut. Ich war so ein bisschen down an dem Mittag. Musste unten an der Eingangsinfo stehen. Hat mich sehr, sehr aufgemuntert. Dankeschön dafür. Das war wirklich ganz, ganz toll. Hat mir den Tag auf jeden Fall aufgehellt. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Großes Dankeschön nach Südtirol. So, was steht denn hier alles an? Also, ich habe jetzt mal den Rennkalender ein bisschen verändert, da wir ansonsten im Training während der Vuelta doch müde geworden wären. Ihr seht jetzt hier, wir haben hier mitten während der Vuelta mal so eine kleine Ermüdung von 52%. Dafür musste ich jetzt allerdings das Arctic Race of Norway und die Vuelta a Burgos rausnehmen. Das hat sich jetzt leider nicht vermeiden lassen. Man hört meiner Stimme noch an, dass ich heute noch nicht so viel gesprochen habe und es war eine kurze Nacht. Unabhängig davon sind wir bei der Vuelta dann wirklich richtig gut in Form, eben zum Schluss, wenn es zählt. Wir haben uns das Profil ja schon mal angeschaut, am Anfang verliert man noch nicht ganz so viel Zeit. Wir kennen das Profil ja auch, weil wir es ja gerade noch mit Lukas zusammenspielen im Multiplayer-Modus, wo es ja für mich ganz gut aussieht, auch wenn nicht immer alles so toll nach Plan läuft. Wir schauen uns mal die letzte Woche an, da sehen wir, da kommen nämlich hier die Bergankünfte. Und noch ein Zeitfahren, also da wird die Vuelta entschieden. Am Anfang müssen wir schauen, dass wir nicht zu viel Zeit verlieren. Wir haben natürlich schon viele Rennen in den Knochen, aber wie gesagt, ansonsten würden wir es vom Training her nicht schaffen. Deswegen habe ich nach der Österreich-Rundfahrt jetzt mal hier eine kleine Pause eingelegt. Das einzige Rennen, was wir noch fahren werden, ist Ciclista San Sebastian. So, jetzt geht's aber erstmal in die Entscheidung bei der Österreich-Rundfahrt. Oh, es schneit draußen, während ich mich gerade zur Seite geräuspert habe. Habe ich gesehen, dass es draußen schneit. Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus. Die Welt sieht wieder anders aus. Ach ja. Aber ist in München jetzt, glaube ich, nicht ganz so selten. Für mich ist das gerade echt so, wow, es schneit, wow, klasse. Und die Münchner denken sich wahrscheinlich, fuck, es schneit, so eine Dreckscheiße. So, 21 Sekunden Rückstand haben wir auf Lucian Bocioch, nachdem ich die Taktik ja am letzten Berg, ja, sagen wir mal, suboptimal gewählt habe. Da ist noch Luft nach oben. Ich denke mal, nach der Österreich-Rundfahrt werden wir langsam auch schon wieder die nächste Stufe zünden. Bedeutet, der Bergwert wird nochmal nach oben schießen. Ich muss nochmal schauen, ob ich den Fahrer vielleicht auch nochmal leicht verändere. Aber ich glaube eigentlich, dass wir jetzt von den Werten da angekommen sind, wo man in dem Alter sein kann. Was ja bei Jan Ulrich durchaus auch ein paar Jahre erst später war. Ich muss gleich nochmal an meinem Kaffee nibbeln. So, hat wieder das beste Hemd ausgepackt. Direction General. Dieses Trikot. Nein, ich wollte dieses Trikot nie haben. Nein. Oh Gott. Wir haben unser Dirndl jetzt an. Ulle im Dirndl. Also, Folgentitel schon mal fix. Da haben wir Bocioch, den kann man nicht übersehen. Und diesmal müsste ich auch mal... Achso, ich kann hier gar kein Energiegel vergeben. Deswegen habe ich kein Energiegel verteilt. Also, ich kann es gar nicht machen. Habe ich jetzt gar nicht so richtig drüber nachgedacht. So, wer beschützt uns denn? Size beschützt uns. Aber ich hätte vor allem auch in der letzten Folge mich nochmal beschützen lassen müssen. Was ist denn mit meiner Stimme los? Irgendwie so ein richtigen Kloß im Hals. Ein Stefan Kloß, wenn ihr versteht. Kennt man noch Stefan Kloß, den ehemaligen Torhüter von Borussia Dortmund? Was ja... Verdammt nochmal. Also... Ein Tag nach dem Revierderby für mich. Und sorry, dass ich mich jetzt so laut geräuspert habe, aber ansonsten wäre die Stimme die ganze Zeit so. Ein Tag nach dem Revierderby. Ich habe mich leicht gefreut, sagen wir es mal so. Ich war doch durchaus sehr, sehr leicht erfreut. Kann man nicht anders sagen. War ja halt arbeiten, deswegen konnte ich es nicht wirklich verfolgen. Und vor allem bei der Arbeit, als es 4-4 dann gefallen ist, habe ich die Kollegen angeschaut, so nach dem Motto, 4-4-4, 4-4 und alle so, ja, Mai, ist mir doch scheißegal. So sind die Buchhändler halt, haben nicht wirklich viel mit Fußball am Hut. Ich sehe auch gerade erst, dass Ulle die minus 2 hat. Wird also wahrscheinlich nicht der absolut feuchteste aller Träume werden. Aber was soll's, auf jeden Fall Hammerspiel, wirklich Jahrhundert-Derby, wie es auch überall stand. Ich habe mir dieses Tor von Naldo natürlich nicht noch 500.000 Mal angeschaut, sondern 500.000 und einmal habe ich es mir angeschaut und habe mich jedes Mal wieder gefreut. Also, ich meine, das ist ja auch
ein gefühlter Sieg ist, denke ich mal, noch untertrieben. Die Schalke-Spieler haben ja auch reihenweise in den Interviews danach gesagt, ja, es war ein wichtiger Sieg für uns, unentschieden. Fand ich sehr cool. Aber ich habe zu meinem Kollegen an der Kasse auch noch gesagt, ja, erinnert sich noch an Deutschland gegen Schweden, aber natürlich mehr mit so einem Augenzwinkern. Ich war natürlich mehr als angepisst, als es zur Halbzeit 4-0 stand. Also, das war, ich hab natürlich nicht mehr dran geglaubt, dass das noch funktioniert. Als dann das 4-2 gefallen ist, habe ich gedacht, die Dortmunder Abwehr ist ja nicht immer sattelfest, vielleicht geht da noch was. Aber dass dann tatsächlich noch das 4-4 bei rausspringt, das war schon sehr, sehr überraschend. Aber ich denke mal, nicht nur für mich. Ich glaube, Jan Krawitz, da war er knappe, war ja auch im Stadion, hat er einen Kommentar geschrieben, muss ich auch noch darauf antworten. Das muss sicherlich ein Erlebnis gewesen sein, dass man nicht so schnell vergisst. So wie jede Radsportmanager-Folge für euch. So, wir stellen es mal ein bisschen schneller. Mit minus 2, Ulle, wird es schwierig werden. Ich möchte bei der Vuelta eigentlich dann auch mal wieder einen Ulle-Stream machen. Also, Abo-Team kommt auch bald wieder. Da gibt es noch so ein paar kleine Probleme mit der Datenbank, dass bei manchen die Verträge nicht übernommen werden. Ist ein bisschen doof gemacht, aber ich weiß inzwischen, wie es geht. Es ist nur wieder ein Arsch voll Arbeit. Und jetzt zum Beginn der Weihnachtszeit, also des Weihnachtsgeschäftes, auch mit dem Black Friday, den wir ja auch bei Hugendubel inzwischen haben, war das dann ein bisschen schwierig, das jetzt alles noch hinzubekommen. Aber wird es auf jeden Fall bald geben. So, noch 54 Kilometer. Der Anstieg ist nicht ganz so steil. Na, okay. Profil ist anscheinend nicht besonders lang. Da unterschätzt man das häufiger mal. Wir sollten auf jeden Fall nochmal ein Wasser holen. Und dann können wir uns eigentlich wieder ganz cool in den Berg reinziehen lassen. Allerdings diesmal nicht ganz so schnell. Ich muss gestehen, ich habe die Werte schon wieder vergessen. Rosson können wir nehmen. Alarcon wäre auch nicht schlecht. Dann nehmen wir als erstes mal Losada, dann Alarcon und dann Rosson. Schön, dass die alle, fast alle mit N enden. Bis auf Losada. Losada on. Es gibt übrigens auch Rosov. So, die Punktewertung müssen wir uns natürlich auch noch sichern. Es gibt noch zwei relativ flache Etappen danach. Oh, jetzt werden wir hier gerade überfahren. Achso, ich darf jetzt ja wieder Pause drücken, das habe ich ganz vergessen. So, dann kann ich meine Taktik nämlich wieder schön ruhig einstellen. War ja auch in dem... Achso, stimmt, das geht hier ja gar nicht mit Einsatzbalken, was ich nach wie vor ein bisschen doof finde. So, und Jan Ulrich hängen wir hinten dran. 79er hoch, ist ein bisschen weit hinten. Egal, schafft er schon. Losada braucht ja wahrscheinlich ein bisschen, bis er an die Spitze fährt. So, da ist auch unser Ferrari dabei. Dann schauen wir mal, dass wir... Ich habe jetzt den 80er-Wert eingestellt, damit er auch ja an die Spitze fährt. Was machen die da? Die fahren einfach mal so an die Spitze. Die können das bei Ethics. So, aber Ulle ist hier gut vorne mit dabei. Ja, wie gesagt, blöd, dass ich keinen Einsatzbalken einstellen kann. Ansonsten könnte ich Losada jetzt natürlich generell einfach mal an die Spitze schicken. Aber das Tempo scheint auch ohne unser Zutun schon hoch zu sein. Aber jetzt geht Losada auch raus, sobald es in den Berg geht. Ja, wie gesagt, wir müssen nicht so schnell fahren, da Ulle ja auch nicht top drauf ist. Glaube ich nicht, dass wir die Rundfahrt noch gewinnen können, weil Bocciog, glaube am Berg ja nicht wirklich schlechter ist. Er ist ein bisschen eingeklemmt gerade. Ich hangel mich mal rüber. Da ist er. Na doch, ist genau derselbe Bergwert. Den haben wir hier noch. Heiko Maas ist auch noch mit dabei. Da vorne haben wir noch die Ausreißergruppe. Da war übrigens auch Lennart Hofstetter wieder mit dabei. Von RWE Balsen. Also das quasi Team Sunweb, zu dem wir nächstes Jahr wechseln. So, Dylan Page schlägt eine neue Seite seines Lebens auf. Die heutige ist vorbei. So, dieses Dirndl ist aber echt nicht schön. Muss man ja mal sagen. Könnt ihr es mal von vorne anschauen. Ja, da ist wieder einiges ausgestopft. Das sieht man. 50% Taschentücher. 50% Natur.
Ich mag Menschen, die diesen Hut hier aufhaben. Das und da ist sein Bruder. Ich weiß nicht. Ich glaube, solche Leute essen auch gelben Schnee. Und es hat aufgehört zu schneien. So schnell geht's. Losada. Manchmal, wenn man da wirklich nur diesen unbegrenzten Führungsarbeit-Balken gibt, dann reagieren die manchmal sehr merkwürdig. Ist aber eine schöne Ankunft hier. Oben hat man einen schönen Ausblick auf der Alm. Da gibt es Croix Sud, sage ich nur. Auf der Alm, da kannst du lieben, denn im Herbst wird abgetrieben. So. Können sich jetzt mal ein bisschen kaputt fahren lassen. Tempoerhöhung, ansonsten müssten wir die Tempoerhöhung mit Ulle mitgehen. Oh, Ulle sieht aber nicht gut aus. Alter Schwede, was ist los? Ulle, was ist los? Warum hat er 182er Puls? Okay, jetzt geht der Puls langsam runter, aber das war schon eine Tempoverschärfung, die Ulle ja fast den Zahn gezogen hat. Okay. Page ist raus. Ja, Ulle sieht heute nicht so fresh aus. Saez ist auch raus. Jetzt nähert sich der Puls langsam wieder dem seiner Teamkollegen an. Aber er hat immer noch einen höheren Puls als tatsächlich die Kollegas. So, bitte einfach dran vorbeifahren. Ist noch ein Stück bis oben hin. Nehmen wir ein bisschen Tempo raus. So, wie schaut es hier aus? Gelbes Trikot sieht noch recht lässig aus. Naja, der hat noch richtig Kraft. 4,5 Kilometer, aber oben wird es nochmal steil. Also es wird nicht wirklich flacher. Wir haben noch Alarcón an der Seite. Und Rosson natürlich auch. Ach, guck mal, Puga schützt uns jetzt gerade auch noch. Soweit er kann. Warte, Rosson soll jetzt Ulle schützen, bitte. Achso, weil Ulle folgt, geht das nicht. Hallo? Warum? Jetzt. Okay, Alarcón. Boah, jetzt ist er uns vor die Flinte gefahren. Zieht vor allem da vorne weg. Ulle, was ist los? Hä? Er kann ja gar nicht mithalten. Okay, wir haben heute keine Chance mit Ulle. Okay, hier vorne sind jetzt aber auch mehr oder weniger platt. Kommen wir vielleicht nochmal hin. Okay, die haben sich jetzt leicht regeneriert und sprinten jetzt natürlich nochmal. Oh, der ist platt. Okay, wir kommen mit denen an. Aber wir gewinnen nicht die Etappe leider. Oh, der jubelt jetzt schon. Heiko Maas gewinnt. Aber die Rundfahrt gewinnen wir leider nicht. Am Dobratsch werden wir nur Vierter. Aber mit der Tagesform war es auch echt schwierig. Aber diese Taktik da fahren mit, keine Ahnung, wir haben die entscheidenden Meter tatsächlich verloren, als wir vom eigenen Mann abgedrängt wurden. Das war nicht so geil. Nun gut. Es gibt Schlimmeres. Die Österreich-Rundfahrt war jetzt nicht das ganz große Ziel, aber wir werden sie auf Platz 2 beenden, was auch nochmal ordentlich Punkte geben wird. Enric Maas, George Bennett, Lucian Bocioch. Den Fahrer mag ich immer noch nicht. Aber irgendwann werden wir ihn wahrscheinlich dominieren. Dann lachen wir über seine Werte. Ich werde diesen Satz wahrscheinlich mal bereuen irgendwann. 7 Sekunden hat er sogar noch rausgefahren, der Sack. Da ist die Zeitmessung sehr genau. Da wird sich der Lukas immer noch ärgern. So, Bergwertung sind wir Zweiter, Punktewertung sind wir Zweiter, Nachwuchsfahrerwertung Zweiter. Oh, aber Teamwertung haben wir gewonnen. Ja, krasser Scheiß. Da sieht man Carrarorall schon in Form für die Vuelta. Heiko Maas überwindet die Berge.
Herzlichen Glückwunsch dazu. Mal schauen, kriegen wir die neue Stufe? Was? Wie 4 Punkte? Achso, die Rundfahrt ist ja noch nicht vorbei. Stimmt ja. Ich kann es vergessen. So, es kommen noch 2 Etappen. Die nächste Flachetappe werden wir simulieren. Die letzte Etappe spielen wir dann wieder, weil vielleicht können wir dort mit einer guten Tagesform ja nochmal was machen. Ermüdung ist bei 40%. Finalisierung ihres Vertrages mit RWE Balsen. Das klingt auch sehr sexy. So, The Bee. So, simulieren wir. Da ist auch wieder der Herr Ackermann von der Deutschen Bank dabei. Also früher Deutsche Bank. Hier bei der AfD-Rundfahrt. So, Dylan Page auf Platz 11 reingefahren. Bedeutet für uns nach wie vor 25 Sekunden Rückstand. Noch eine Etappe Österreich-Rundfahrt steht an. Und wie gesagt, da geht es hinten nochmal so leicht den Hügel rauf. Und solche Etappen, da reagiert die CPU ja nicht immer so perfekt. Da können wir nochmal attackieren und vielleicht haben wir noch eine Chance auf den Gesamtsieg. Wir schummeln uns hier so durch. Und vor allem dann haben wir Stufe 16. Davon gehe ich mal aus. Tom Hardy ist wieder dabei. Romain Hardy. Rein Taramä. Schöne Namen. So, wird auf jeden Fall ein interessantes Anfangstempo werden. Berg der dritten Kategorie geht es gleich mal nach oben. Das ist bei der Tour de France auch immer interessant, wenn sich bis sich dort mal eine Ausreißergruppe gefunden hat. Arredondo ist mit dabei. Bosman, da hat das Urteil damals gefällt. Aber da sind die meisten Zuschauer wahrscheinlich zu jung für, um das Bosman-Urteil überhaupt zu kennen. Hat unter anderem die Eintracht schwer getroffen. Ach nee, es gibt gar keine Abfahrt mehr hinten raus. Nee, dann ist es doch nicht so unser Profil. Ich dachte, es gäbe noch eine kleine Abfahrt. Hatte ich irgendwie so in meinem alten, vermoderten Brain abgespeichert. Aber wir fahren einfach mal von vorne rein, so schnell wie möglich in diesen Berg. Was soll schon passieren? Ulle ist ja der perfekte Puncheur. Da kann gar nichts passieren. So, ich nippel jetzt doch nochmal an meinem Kaffee. Schwarzer Kaffee. Der feuchteste aller Träume. Ich hasse schwarzen Kaffee, aber ich habe gestern vergessen, Milch zu kaufen. Weil ich schon so im Bundesliga-Fieber war. Im Biber-Fieber. Oh Gott. So, wir sehen hier wieder knochige Männer. Ich wette, eure Hunde lieben dieses Let's Play. Noch mehr als Skispringen wahrscheinlich. Okay, wir holen Ulle erstmal nach vorne. Dylan Page beschützt uns auch schon und dann können wir mal die 8-fach reinhauen. Och, leck mir doch die Schulter, ey. Skotzen! Da kriege ich schon wieder das Kotzen, wenn ich den Skotzen sehe. Minus 3 heute. Das wird ja immer besser. Wird ja immer besser. Liegt natürlich daran, dass die Ermüdung zu hoch ist. Das wird uns bei der Vuelta dann wahrscheinlich auch irgendwie mal blühen. Aber bei der Vuelta haben wir ja verschiedene Ziele. Also wir müssen sie nicht gewinnen, die Rundfahrt, aber Richtung Bergtrikot oder Etappensieg, weißes Trikot. Das sind, denke ich mal, so unsere Ziele. Und nächstes Jahr können wir dann den Formaufbau ja auch besser planen. Wir wussten ja gar nicht, ob wir uns für die Vuelta überhaupt qualifizieren. Mussten dann den Formhöhepunkt natürlich auch mal Richtung anderer World Tour Rennen legen. Deswegen war das in diesem Jahr noch ein bisschen schwieriger. Nein, der Offsian ist zurückgefallen. Keine Ahnung, mir fällt kein Witz dazu ein. Er hat wahrscheinlich das Obsidian erfunden, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, minus 3 ist wie gesagt eine göttliche Tagesform. Das wird bestimmt gut werden. Wobei wir gar nicht so viel verlieren bei der Ausdauer halt. Und bei der Zähigkeit, was nicht so gut ist. Das bedeutet, glaube ich, Zähigkeit ist immer, wie schnell eben der rote Balken auch weggeht. Glaube ich. Ich spiele das Spiel nach Gefühl. Aber es läuft doch ganz gut, dafür, dass es nur nach Gefühl ist. Wie bei der Kommasetzung. Die Kommasetzung mache ich auch immer nach Gefühl. Die Regeln kenne ich auch nicht. Ich bin ein sehr gefühlvoller Mensch. Gerade bei der Kommasetzung, da werde ich ganz, ganz zärtlich. Ja, mit der besseren Tagesform hätten wir es natürlich vielleicht gewonnen. Auch gestern bei der Bergankunft waren wir mit der Minus 2 ja eigentlich noch sehr, sehr gut dabei. Da dachte ich sogar eigentlich, wir würden Zeit verlieren hinten raus. Aber gut, wie gesagt, dann ruhen wir uns ein bisschen aus Richtung Vuelta, die Klassiker San Sebastian
hauen wir natürlich auch noch rein, wo wir aber, denke ich mal, eher als Teamhelfer fungieren werden. Und dann wechseln wir ja zu RWE Balsen. Da haben wir dann sowieso noch einige richtig gute Teamhelfer, wenn sie natürlich das Team nicht verlassen. Das weiß ich nicht, ob da nächstes Jahr immer noch dieselben Jungs am Start sind. Schön hier aus der Hubschrauberperspektive. Carla Kolumna filmt den Radsport. Aber Otto. Ach ja, gute Benjamin. Kleine Kinder. Nein, ich sag's nicht. Kinderliebhaber. Er mag ja auch Kinder. Ist ja so. So, wir fahren hier durchs schöne Österreich. Wien-Kahlenberg. Wir sind in der Hauptstadt angekommen. Ist es nicht schön? Oh. Ja. Einfach mal komplett gepennt. Scheiße. Ich bin echt durch. Bin echt noch ziemlich müde von gestern. Okay, Ulle, das wird heute nix. Da waren wir viel zu weit hinten. Okay. Da sprintet gerade einer weg. Ich habe keine Ahnung, wie jetzt die Rennsituation gerade ist. So, Ulle, zieh einfach durch. Das gelbe Trikot, ist es da vorne dabei? Ich sehe es gerade nicht. Okay, war jetzt nicht wirklich... Ah, da ist das gelbe Trikot, okay. War jetzt nicht wirklich sehr selektiv, dieser Schlussanstieg. Aber da hätten wir vielleicht sogar noch was machen können, wenn wir was cleverer in den Berg reingefahren wären. Aber das wird alles hier zusammengewertet. Boah, da kommt hier die Nummer 7 noch. Der Heiko Maas hat es wieder drauf. Hat den neuen Gesetzesentwurf schon im Blick, wie er uns wieder weiter einschränken kann, der Mann. War wahrscheinlich Hate Speech. Jetzt wird mein Kanal... Jetzt werde ich geblockt von Heiko Maas. Ich weiß es nicht. So, Albert Timmer gewinnt. Sorry, wie gesagt, das war jetzt ein bisschen verpeilt von mir. 25 Sekunden, aber wir sind Zweiter geworden. Ich bin irgendwie heute nicht ganz so fit. Nachwuchsfahrerwertung. In der nächsten Folge machen wir noch Klassiker San Sebastian. Da schauen wir uns dann wirklich mal ein Klassikerrennen an, was wir mit Ulle ja noch nicht so häufig gemacht haben, was dann aber auch nächstes Jahr kommen wird. Wir waren ja bislang noch nicht bei Teams, die so häufig da auch eingeladen waren. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir für den zweiten Platz so viele Punkte bekommen. Jawohl, Errungenschaft freigeschaltet. Immer aufwärts, Zweiter in der Gesamtwertung, ausgezeichnet, Punktewertung Dritter, Bergwertung Zweiter, Nachwuchsfahrerwertung Zweiter. Bedeutet 64 Punkte, neue Stufe, damit hat Ulle eine 80 am Berg. Jawohl, die 81 im Zeitfahren, 71 am Hügel, die in der Ebene die 70, Sprint die 66 sogar. Zähigkeit nochmal 2 drauf, das ist auch wichtig. Sauber. Richtig gute Leistung hier von Jan Ulrich. Und dann können wir bei der Vuelta, je nachdem wer am Start ist, das waren jetzt aber noch nicht die neuen Werte. Ja, okay, doch Gott sei Dank. Ich dachte schon, das Spiel hätte es irgendwie nicht hinbekommen. Also dann können wir bei der Vuelta aber wirklich richtig schön mit angreifen. Wir gehen gerade mal noch zur Klassiker San Sebastian. Beziehungsweise machen wir vielleicht Anfang nächster Folge, weil wir dann ja eh nur ein Rennen haben. Wie gesagt, die Vuelta a Burgos musste ich dann leider rausnehmen, weil ansonsten die Müdigkeit zu hoch gewesen wäre. Die jetzt aber hier auch schon wieder in den Keller gegangen ist während der Vuelta. Also die 52% sind nicht mehr mit dabei. Wenn ich jetzt mal ganz kurz schaue, ob das vielleicht jetzt erst aktualisiert war. Nee, okay. So viel dazu. Nein, können wir nicht machen. Ich dachte, wir könnten jetzt vielleicht nochmal im Training etwas nach oben gehen, damit wir am Anfang der Vuelta vielleicht auch etwas stärker sind. Aber wir sollten das lassen. So, also, diese Trikots, um die geht es bald im Ström dann wahrscheinlich. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann sehen wir uns aber erst nochmal wieder in der nächsten Folge bei der Clásica Ciclista San Sebastián. Dem großen Klassiker vor der Vuelta a España. Also, ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Nochmal Dankeschön an Christian Gebhardt. Wie gesagt, hat mich mega gefreut.
Hat mir echt den Tag aufgehellt, der dann danach auch wirklich noch ganz schön wurde. Aber in dem Moment hat es mir wirklich die Stimmung sehr, sehr weit nach oben getrieben. Dankeschön dafür, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.